Heute ist Sonntag und es noch ziemlich früh. Kann die Uhr nicht genau erkennen, aber 7:30 Uhr, 20.11.2013. Das ist jetzt genau minus 4,9 Grad Celsius draußen. Die Temperatur geht in den Kratzer ein bisschen hoch. Ich habe gerade vier Referenztemperaturen gezeigt in den anderen Leuten, die jetzt natürlich auch hochgehen. Aber wir verstärkt heizen. Ja, wir werden den Baum nicht loslassen bei der Kälte. Und wir mussten die Fenster natürlich jetzt ganz stark zumachen. Die Vergiftungen sind einfach zu groß. Ohne Weg rein. Also wir haben riesigste Körperreaktionen, die ich im Moment nicht sagen möchte, weil dann weiß man ganz genau, wie hoch die Konzentration ist. Bist du so nett und ziehst mal den Stecker raus, weil wir machen uns was Warmes, obwohl wir Magenkrämpfe haben, weil es ist natürlich einfach so kalt. Wir haben knapp über 0 Grad Temperaturen hier. Wie gesagt, wir sind schon eine ganze Weile auf. Wir heizen schon eine ganze Weile. Wir mussten natürlich erstmal durch die Vergiftung auf der kalten Toilette, ne? Durch die Nachtvergiftung. So, und wir sind natürlich total mit den Nerven runter, weil sie klopfen wieder und hämmern gegen unsere Wohnungstür und auch gegen eine dünne Trennwand, ne, aus der Wohnung nebenan. Damit will man, am liebsten hätte man, wenn die Wand kaputt gehen würde, damit man dann reingehen kann hier bei uns. Ne? So, und sie hatte schon Risse. Das haben wir schon mal fotografiert. Ne? Also man möchte am liebsten, dass die Wand kaputt geht, damit man dadurch dann über die Wand an uns rankommt. Das ist unglaublich. So, und wir haben hier einen erhöhten Energieverbrauch. Wir haben selbstverständlich alle Täter angeschrieben und um Hilfe gebeten. Jetzt die letzten Monate natürlich nicht mehr mit Einschreiben, sondern wieder mit einem normalen Brief. Aber es passiert gar nichts. So, und wie gesagt, hier, wenn die Rot wieder da ist, dann sagt der Bouffier, die korrumpieren natürlich mit Merkel. Und natürlich ist es nicht nur Merkel und Gauch und die Merkel-Schicks, an denen ich mir meine Wut auslassen möchte, sondern natürlich auch diese ganzen Hintermänner, weil das sind natürlich nur Marionetten. Ne? Und auch diese Hintermänner können auch nicht mehr richtig denken. Ne? Das sind schon wieder unsere Kinder, die sie da ausbeuten und andere Kinder und andere, die sie da einfach gestohlen haben. Ne? Nicht nur dem Adel und auch andere Familien. So, ich unterbreche mal, weil wir nicht hochladen können.